Der Liebert in Hallerndorf. Eine kleine fränkische Familienbrauerei. Sobald im April das Wetter schön genug ist, gibt es kein Halten mehr. Dann ist Kellersaison, für viele Franken die schönste Zeit des Jahres. Auf unseren beiden Bierkellern werden die ersten großen Fässer angezapft. Prost! Der kleinere unserer zwei Keller befindet sich auf dem Hallerndorfer Kreuzberg. Der Heilige Hügel ist ein beliebter Anlaufpunkt für viele Wanderer, die dort eine Pause machen oder direkt oberhalb des idyllisch gelegenen Kellers die Kreuzbergkapelle besichtigen wollen. Gemütlicher geht's kaum. Unter den Bäumen findet jeder ein schattiges Plätzchen, um sich zu stärken und ein kühles Bier zu genießen. Oder man bleibt einfach direkt im Ort und besucht unseren in traumhaftem Ensemble eingebetteten Dorfkeller. Den Gästen bieten wir zünftige Brotzeiten, selbstgebackene Kuchen, original fränkische Schmankerln wie Schäuferler und Kümmelbraten, aber auch ein wechselndes warmes Tagesgericht als Spezialität. Kenner trinken ihr Bier am wohl schönsten Platz auf dem Dorfkeller. Bei einem solch traumhaften Ausblick schmeckt's gleich noch besser. Das vollmundige, würzig-herbe Kellerbier brauen wir schon seit mehr als 300 Jahren selbst und setzen damit eine lange Tradition fort. Seit 1679 hat unsere Familie nämlich das fürstbischöfliche Braurecht. Die Brauerei wird jetzt in der 10. Generation weitergeführt. Unsere gemütliche Gaststätte direkt neben dem Brauhaus öffnet im Herbst ihre Türen, nämlich genau dann, wenn es zu kalt wird, um im Bierkeller zu sitzen. Freitags ist dann immer Karpfentag. Frisch aus unseren eigenen Weihern am Ortsrand gefischt und nach überlieferten Rezepten mit frischen Zutaten ideal zubereitet, ist der Aischgründer Karpfen einfach ein Genuss. So versuchen wir unsere Gäste das ganze Jahr über mit dem Besten, was Franken zu bieten hat, zu verwöhnen. Die Familie Volkmuth freut sich auf ihren Besuch.